ob es einen deutschen Gymnasiasten gibt, der mehr als zwei germanische Stämme aufzählen kann, der schon mal in der altnordischen Edda gelesen hat, geschweige denn weiß, was die Edda überhaupt ist, bleibt fraglich. Die nordische Mythologie ist leider immer noch ein vernachlässigtes Thema, und das, obwohl sie unsere Verhaltensweisen, Traditionen und Hinterlassenschaften eher erklärt als die römische Geschichte. Doch genau dieser Gymnasiast weiß, auf wie viel Hügel Rom erbaut wurde, kennt die Mythologie der Griechen, Römer und Ägypter und kann mehrere römische Kaiser oder Pharaonen nennen. Es drängt sich also immer mehr der Gedanke auf, dass unsere Geschichte deshalb so betrachtet wird, weil wir mittlerweile in einer Systematik sind, die schon mehrere tausend Jahre alt und beabsichtigt ist. Eine Systematik, welche politischen und religiösen Zielvorstellungen nachgeht, die im Gefüge der staatlichen Einordnung sich von selbst und durch Druck von außerhalb ergeben hat. Das ist in etwa so, als würde man bei der Betrachtung seines Familienstammbaumes nur die Zweige betrachten, die nach außen hin genehm erscheinen und die Familie in ein zwar korrektes, jedoch verfälschtes Bild stellen. Wenn wir uns dann mit den Argumenten zurückziehen, dass die zivilisiertere Geschichte die für uns relevantere ist, geben wir den Römern von damals recht und vernachlässigen damit einen wesentlichen Bereich unserer Vergangenheit. Gerade bei der Betrachtung der nordischen Mythologie sollte auffallen, dass in Nordeuropa ein durchaus weitblickendes Verständnis der Zusammenhänge auf Erden vorhanden war. Die wilden Germanen, die sich gegenseitig mit Keulen die Köpfe einschlugen, gab es, abgesehen von Ausnahmen, nicht. Ich betone nochmal, die gab es, nicht. Auch wenn uns neuzeitliche Filme, wie Der Gladiator, dieses Bild immer noch vermitteln. Dort träufelt Schnee auf den düsteren und nassen Waldboden im Land der Metzen den Germanen, während in Rom die irrmehrwährende Sonne den Friedenswillen des zivilisierten Roms unterstreicht. Das Bild der eindringenden Aggressoren wird durch ihren vorgehaltenen Friedenswillen verschönert. Im Namen der Zivilisation, die den Frieden bringt, werden die wilden Völker durch Krieg zu ihrem Glück gezwungen. So wie es die Amerikaner und Engländer heute noch tun, wir können die Länder überfallen, denn wir bringen Demokratie und Frieden. In Wirklichkeit stimmt beides nicht, das ist aber ein anderes Thema. Doch die Germanen lebten ganz anders organisiert. Sie hatten sich ihrer harten Umgebung angepasst und nie versucht, ihre Umgebung ihren Bedürfnissen anzupassen. Der autarke Charakter der nordeuropäischen Land- und Viehwirtschaft der Vorzeit gab kulturell keinen Anlass, wie die Römer zu agieren. Vorausgesetzt, der Geist einer Gesellschaft wird nicht zwingend an der römisch organisierten Zivilisation festgemacht. Doch vor dem Einfluss Roms konnten auch die weiter nördlich lebenden Germanen oder Wikinger sich nicht wehren. Spätestens durch die Christianisierung wurden grundlegende kulturelle Einflüsse der römischen Kultur spürbar. Nach der Glanzzeit der Römer zogen die Missionare nach Nordeuropa. Diese stießen zwar nicht auf offene Arme und gingen aus heutiger Sicht brutal vor, aber die Akzeptanz des neuen Glaubens ging überraschend schnell voran. Es wurde vieles beider Glaubensrichtungen miteinander verquickt. So achtete man darauf, die sogenannten heidnischen Feste in ihrer Tradition beizubehalten, und änderte nur den Hintergrund. Ostern und Weihnachten sind da nur die bekanntesten Beispiele für Feste aus heidnischer Tradition. So drängte man die Heiden, ihrem Glauben abzuschwören, und vernichtete ihre größten Symbole für ihren heidnischen Glauben. Die Donnereiche steht als Symbol für den nordischen Glauben und findet sich in der Edda als Weltenbaum Yggdrasil wieder. Noch heute haben Bäume für uns Menschen eine unergründliche Symbolik, auf die wir nur ungern verzichten. Ohne Weihnachtsbaum ist das alte Mittwinterfest nicht vollständig. Und somit feiern wir heute zwar ein anderes Fest, aber immer noch zur gleichen Zeit mit einer alten Symbolik. Dass die Geburt Jesu und der Tod auf die heidnischen Feste fiel, war eventuell Zufall, aber es passte, die Bekehrung widerstandsloser durchzuführen. Bleibt alles beim Alten, kann man den Göttern auch neue Namen geben. Dass es im Christentum nur einen Gott gibt, ist dabei nicht so wichtig, denn so sah man es auch vorher und die anderen Götter, die untergeordnet ihre Funktionen hatten, gab es später auch noch. Nur nannte man sie jetzt Heilige und man feierte ihre Feste weiterhin zu alter Zeit. Wären das Christentum und der damalige nordeuropäische Glaube unvereinbar gewesen, so hätte keiner diesen Weg jemals beschreiten können. Und gerade dieser Umstand deutet auf eine Parallelität dieser beiden Glaubensrichtungen hin, die in ihrer Grundintention zu finden ist.
Diese Übereinstimmungen der Glaubensrichtungen wurden schon oft in der Historie aufgegriffen. Einer dieser Historiker war der am 28. Oktober 1900 in London verstorbene Professor Max Müller, der dieses schon im 19. Jahrhundert in der indischen Glaubenshistorie feststellte. In seiner Ausarbeitung sind das ursprüngliche Christentum, in der unveränderten Schrift und Glaubenslehre, sowie die aus dem indischen Sanskrit hervorgehenden Überlieferungen durchaus in vielen Bereichen übereinstimmend. Professor Max Müller geht sogar einen Schritt weiter und sieht die Wiege des Bibelbuches Genesis im nördlichen Indien und findet dafür durchaus nachvollziehbare Nachweise in beiden kulturellen Überlieferungen. Viele heutige Glaubensforscher sehen sogar den Herkunftsort der Familie von Jesu im nördlichen Indien. Ebenso findet man mehr als deutliche Parallelen in der nordischen Mythologie zu den heute bekannten großen Religionen. Wenn auch die nordeuropäischen Völker nicht aus Indien stammen mögen, so deuten die Übereinstimmungen der kulturell unterschiedlichen Völker aus voneinander entfernten Regionen mehr als deutlich darauf hin, dass unser Glauben, egal welchen wir pflegen, aus einer einzigen Quelle stammt. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass damals kein Austausch zwischen den Völkern möglich war, muss sich einem die Frage geradezu aufdrängen, ob diese einzige Quelle jener Glaubensrichtungen zu unserer unabdingbaren Historie gehört. Um das Ganze mal näher zu verdeutlichen, stellen wir uns einfach mal den Umstand vor, unsere Erde würde in Kürze von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht. Dabei überleben einige wenige Menschen, weit voneinander entfernt. Was den Menschen bleibt, ist die Erinnerung an die alte Zeit, die sie von Generation zu Generation immer verklärter wiedergeben werden. So würden sich nach etwa 1000 Jahren unterschiedliche Geschichtsbilder entwickelt haben. Unsere zerstörten Errungenschaften der Zivilisation wären kaum noch zu finden oder als solche auszumachen. Wenn wir bedenken, dass der zerstörerische Zweite Weltkrieg nur 60 Jahre später kaum noch Spuren hinterlassen hat, so wären 1000 Jahre da weitaus effektiver. Hinzu käme das fehlende Verständnis für eine Zivilisation bei den überlebenden 1000 Jahre danach. Zurückgeworfen in die Subsistenzwirtschaft der vorchristlichen Zeit, wären für uns heute selbstverständlich gewordene Errungenschaften nicht mehr erklärbar. Egal, ob Telefon, TV, Computer oder Düsenjet. All dieses hätte einen verklärten Charakter nach den vielen Jahren und würde eben als nicht selbstverständlich und daher wahrscheinlich als göttlich angesehen werden. Erklären könnte es sich niemand mehr und beschreiben würde man die oben aufgeführten Dinge, wie zum Beispiel das Fernsehen als man hörte von überall her seine Stimme, sein Angesicht ward überall gesehen und er brachte die Menschen in Verruf, denn sie fielen gegenseitig über sich her und brachten entsetzliche Kriege zum Vorschein, in denen am Himmel große Zeichen und Lichter geschahen, die von dort her fallend den Menschen zum Verhängnis wurden. Wenn wir dann einfach mal die Zeitspanne um erdhistorisch winzige 10.000 Jahre weiterdenken, sollte klar sein, dass sich kein Bezug mehr zur alten Zeit herstellen lässt. Ein Einschlag eines Meteoriten auf unserer Erde könnte eine derart zerstörerische Wirkung haben, dass 10.000 Jahre nach seinem Einschlag nur noch Spuren seines apokalyptischen Einschlages zu finden sind, nicht aber von der, von ihm, zerstörten Zivilisation. Die Menschen an unterschiedlichster Stelle auf Erden hätten zum Beispiel die oben aufgeführte Überlieferung verinnerlicht und ihrer Glaubensansicht hinzugefügt. Bei der fiktiven Betrachtung einer Familie in einem entlegenen Gebirgstal in Tirol, die jenes vorangenommene Szenario überlebte, hätten Personen unseres Alltags, die im Zusammenhang mit der alten Zeit, vor der Katastrophe stehen, ebenso wie die Zeitumstände von heute, einen göttlichen Charakter erhalten. George Bush zum Beispiel, sähe man als Person eventuell gar nicht mehr, sondern vergöttert stünde er für alles Böse und Menschenverachtende. Die Sprache der Menschen hätte sich eventuell zusätzlich noch verändert und würde den heutigen Namen Busch anders wiedergeben. Bei den Leuten aus dem Tiroler Bergdorf würde er eventuell Gorge heißen, während bei Überlebenden in Japan sich vielleicht der Name Obusha ergeben hätte. Somit könnte sich in der angenommenen fernen Zukunft zwei unterschiedliche göttliche Bezeichnungen für das Schlechte ergeben, die aus einer Quelle stammen. Beide Völker würden die Erzählungen über den ehemaligen schlechten US-Präsidenten unterschiedlich wiedergeben, und dennoch ergibt sich sicherlich bei genauerer Betrachtung eine deutliche Parallele. In beiden Fällen stünde er für das Böse und Menschenverachtende in beiden Religionen.
Das könnte ja zu der Annahme führen, dass bereits existierende Götter der Mythologie und Historie einst bewegende Personen des realen Alltages waren. Es reichte ein Vorgang wie die Eiszeit oder eine biblische Sintflut, um eine gewachsene Kultur sterben zu lassen. Aber warum sollte sich das Gedankengut dieser längst untergegangenen Kultur nicht irgendwie bewahren? Die Überlebenden bewahrten den geschichtlichen Schatz ihrer Vergangenheit auf, und langsam, aber sicher wurde er zu einer unbewussten Mythologie oder gar zu einer Religion. Dieses Denkmodell ist durchaus möglich und wir erwischen uns selbst dabei, wie wir die Weihnachtstraditionen pflegen, ohne dabei zu wissen, welche Symbolik sich dahinter verbirgt. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Ihr, Ma'alelund, im Kanal Space Mark 7 von terraherz.de.